an den 2. Januar 2021. Ich wünsche euch allen ein lichtvolles, frohes, gesundes neues Jahr. Wir schauen hier auf Deutschland. Das Ganze ist windy.com. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts außer Nebel. Also hier ist eine sehr interessante Kante bei Berlin, Brandenburg. Ja, sieht für mich sehr unnatürlich aus. Da messerscharf, was auch immer da sein wird, eventuell ein energetischer Widerstand, wo die Frequenzen nicht wirklich wirken können. Die Geoengineering-Frequenzen, die man sehr gut hier auch über Spanien erkennen kann. Ich gehe mal kurz runter, da sieht man wieder die Longitudinalwellen. Man sieht auch sehr gut, wie sie drehen. Also sie sind hier noch horizontal und dann sieht man, wie sie hier anfangen angewinkelt zu sein und dann rüberdrehen und hier werden bereits rund, also eine ründliche Form erzeugen, also quasi so rumdrehen. Natürlich, denn man sieht ja auch hier, da sind sie bereits rumgedreht und zeigen dann in die Richtung, weil man möchte ja diese Masse, die hier jetzt gerade meiner Meinung nach ausgebracht wird, wieder in aller Seelenruhe da reindrehen und dann hier richtig schön für diesen Linkswirbel sorgen, dieses Tiefdruckgebiet, um das Ganze halt aufrecht zu erhalten das Tiefdruckgebiet einfach über Europa zu halten. Auch weiter gen Osten sieht man, dass da an der Stelle das Ganze wieder nach Norden zeigt. Also das alles 1 plus 1 zusammengerechnet, sieht man eben hier ein ganz großes, durch Frequenzen erzeugtes linksdrehendes Tiefdruckgebiet. Wie gesagt, da sind sie horizontal, da sind sie dann plötzlich vertikal, weil sie eben rumdrehen und hier an der Stelle wieder nach oben zeigen, wieder Richtung Norden. Dazu, also das ist nur der Frequenzanteil. Dazu dann eben diese Ausbringung hier, sieht man sehr gut, dass das hauptsächlich über dem Wasser stattfindet. Auch hier vor der griechischen Küste, da sieht man sehr gut die punktuellen Ausbringungen des Geoengineering sehr wahrscheinlich. Ich kann auch mal auf die Infrarotkarte wechseln, da sieht man dann auch, dass da Wassermassen ausgestoßen werden. Da sind die anderen Punkte zu sehen. Aber es geht gar nicht so sehr in dem Moment um das Wasser. Natürlich ist das Wasser an der Stelle ja schon nicht schön und es regnet dann auch relativ schnell ab. Direkt, wenn das eben auch vor Küsten passiert, das hatten wir kürzlich in der Türkei gesehen oder auch auf Zypern. Da sind die Schiffe hier im Kreis gefahren und diese massiven Wassermassen, die hier zu sehen sind, die haben natürlich die ganze Insel quasi belagert. Es geht aber auch maßgeblich um den Chemieanteil in diesen Gemischen, weil darum geht es hauptsächlich, dass da extrem viel Chemie in die Atmosphäre gepumpt wird, die sich dann in der Stratosphäre eben verteilen und dann halt absinken und dann diesen Nebel halt speisen. Ne? Also das ist halt so das, meiner Meinung nach, das Ziel von dem Ganzen, um einfach die Sonne zu blockieren, wie wir es aus den Patenten und den Aufnahmen des Geoengineerings eben kennen. Da kann sich jeder ja dann nochmal reinlesen, was da genau drin steht. Das wird immer schön verkauft als Theorie und man könnte und man sollte und vielleicht und kritische Stimmen sagen und XY blabli blub. In Wirklichkeit passiert das Ganze schon seit Jahrzehnten. Das kann man sehr, sehr schön beobachten. Es entsteht aber immer schnell kognitive Dissonanz, wenn man etwas sieht, was dann, also man sieht, wenn man sieht, was auf der Erde passiert, am Himmel und so weiter. Und dann sieht man im Fernsehen oder in den Medien generell, sieht man, dass das Ganze, dass es eine Theorie dazu gibt, dass Forscher daran arbeiten, das vielleicht mal zu machen, aber es noch nicht machen. Und das erzeugt dann eine ganz komische Denkweise bei den Menschen, dass es ja nicht passiert. Obwohl sie es selber eigentlich sehen und eigentlich sagen, hey, pass auf, das ist doch das, was gesagt wird. Ihr sagt zwar, das passiert nicht, aber ich sehe es doch, dass es passiert. Und das gilt es eben zu überwinden. Ne? Wenn man das einmal verstanden hat, dass dieses System mit Inversion arbeitet, dass die Dinge meistens komplett umgedreht sind von dem, was gesagt wird, das erzeugt übrigens auch eine Blockade im Gehirn, weil man nicht davon ausgeht, dass jemand so heftig lügt, dass es einfach 180 Grad phasenverschoben ist, wenn man so will. Dann schauen wir mal kurz weiter. Einmal Richtung Azoren, da geht auch immer ein bisschen eine Chemieparty ab. Hier sieht man wieder richtig schön, dass da was ausgestoßen wird. Tut mir leid, wenn jetzt jemand sagt, oh, du weißt doch nicht, ob das natürlich ist oder unnatürlich. Für mich sieht das extrem unnatürlich aus. Wie gesagt, hier schön die Dampfer wahrscheinlich wieder da, punktuell da, knallt es gerade wieder richtig raus. Gucken, ob wir da weiter reingehen können. Ich will das Video auch nicht so lang machen. Schauen wir mal da, so wunderschön. Also liegt jeweils im Auge des Betrachters. Für die, die das Ganze ausführen und meiner Meinung nach einen ziemlich hohen psychopathischen Anteil in ihrem Charakter haben, ist das Ganze wahrscheinlich auch noch schön anzuschauen. Für mich ist das Ganze einfach nur krank, genauso wie da.
Ihr seht auch, wie diese Chemie sich richtig verteilt und ausbreitet. Dann schauen wir noch mal kurz rüber nach Amerika. Da ist auch immer einiges zu sehen. Ja, hier wieder das gleiche Bild. Das Ganze zieht halt hier hoch und dreht dann wieder ein. Ich habe da auch noch ein paar Aufnahmen, die werde ich bei gegebener Zeit mal raussuchen, wie der Jetstream eigentlich aussehen soll. Also kurz mal angerissen. Der Jetstream sollte eigentlich so verlaufen, also halt sehr flach, also schon, er geht schon wellenförmig, aber er geht nicht so und wieder so und wieder so und dann dreht er sich mal ein und macht mal so und vielleicht noch eine Schraube dazu. Sind künstliche Einflüsse. So, dann schauen wir mal hier, da geht auch immer richtig was ab, hier im Golf von Mexiko. Da sieht man auch, dass da richtig was rausgepustet wird. Da an der Stelle. Und das Ganze mal laden. So, da wird es geladen. In der Nacht schon angefangen natürlich, im Schutze der Nacht. Aber ich meine, da draußen fährt ja sowieso keiner rum mit seinem Segelboot. Wird wahrscheinlich sowieso abgefangen, früher oder später. Genau, und das Ganze dreht dann eben hier rein. Ihr seht, quasi Florida wird getroffen. Das sind gigantische Ausmaße, die da stattfinden. Hier oben da, die Longitudinalwellen wieder, die das Ganze nach Osten schieben noch zusätzlich. Und dann hier die Fetzen so in der oberen Atmosphäre langziehen. Und das Ganze dann quasi wieder Richtung Europa schieben. Ja. Das ist der Stand. Wie gesagt, man kann mächtig gegenhalten. Man muss aber schon wirklich schauen, dass man viel Essig verdampft, dass man auch im Geiste mitarbeitet, weil das Ganze eben ein spiritueller Krieg ist, der hier stattfindet. Er wird zwar viel mit Technik ausgeführt, also gerade von dieser anderen Seite, nenne ich es jetzt mal, wird viel mit Technik versucht zu erschlagen. Das ist ja eine Technokratie, die da stattfindet. Stück für Stück das biologische Leben zerstört wird und durch Technik ersetzt werden soll. Auch Hollywood trägt da maßgeblich zu bei und versucht es schon mal seit Jahrzehnten zu indoktrinieren. Stichwort, was ist das Stichwort hier? Terminator und solche Geschichten, iRobot und wie sie alle heißen, die schönen Filmchen, die man dann noch mit Popcorn genießt und gar nicht merkt, wie man da auf Alpha-Wellenebene bearbeitet wird im Unterbewusstsein. Genau, und diese Technologie, die ist aber auch anfällig, und man kann eben mit der Kraft des Geistes und mit den sehr, sehr hochschwingenden Informationen auf skalarer Ebene kann man die ganzen Sachen eben auch auflösen und dagegen anwirken. Und man kann sich eben auch gewisse Technologien zunutze machen, sie fürs Gute einzusetzen. Ja, es ist ja wie ein Brotmesser. Man kann Brotmesser für verschiedene Zwecke nutzen. Das hängt immer von der Intention des Geistes ab, der dahinter steht. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und bleibt standhaft, stark und in der Liebe.